Eigentlich filmen wir ja eher Boote und seltener Chartergäste, aber manche haben es verdient, mal gefilmt zu werden. Denn, wie mein Hafenheino gesagt hat, seid ihr Stammkunden. Ja, seit 2008. Seit wann bitte? 2008. Okay. 2008 sind wir aktiv tätig hier. Das ist eine ganze Menge. Ich sag mal so, wenn ich die Sprache so höre, dann sind das Leute, die eher so aus meiner Ecke kommen, also aus Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt. Ja, so ja? Ist das. Wo genau? Na, 10 Kilometer hinter Wittenberg-Lutherstadt. Okay, verstehe. Und warum fahrt ihr dann hier oben Boot und nicht auf der Elbe? Ja. Was sieht man denn auf der Elbe? Ja. Da ist ja Niedrigwasser. Da kommt Wasser und hier ist so interessanter. Und wie seid ihr denn überhaupt das erste Mal dazu gekommen? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ganz genau. Wir wollten mit unseren Nachbarn mal gemeinsam eine Tour machen, eventuell mit dem Wohnmobil oder die Option auf dem Boot. Und da habe ich Prospekte geholt und da fiel die Wahl auf Charter Schulz. Okay. Und da haben wir natürlich uns ein Boot ausgesucht, eine Petrus Chiron mit 2 Nasszellen und 2 Schlafplätzen, also 2 Doppelkabinen. Und die haben wir genommen. 2 Jahre später haben wir das mit unserem Sohn und dessen Freund gemacht. Und dann haben wir uns die kleine Hera mal genommen für 2 Personen. Dann sind wir auf die hier gekommen. Dann haben wir die Carlotta gehabt, die Jetten 37 mit noch einem anderen Pärchen. Voriges Jahr haben wir die Mira 4 gehabt, zu zweit, also Platz ohne Ende. Ihr kriegt alle Boote noch zusammen? Ja. Wir bekommen die zusammen. Vor allem, ich bin vorne mal rumgelaufen hier auf den Stegen und haben gesehen, die Mira 4 liegt noch da. Okay. Also könnten wir gleich von hier abheuern und dort wieder aufheuern. Ja, also naja, was ist das Besondere hier oben, wenn man hier oben so ein bisschen Boot fährt? Na überhaupt, die Natur, ist alles noch so naturbelassen. Mir hat zum Beispiel gefallen, wir waren mit der Liese mal unten gewesen, bis Breder Eiche, Lüchen, die Ecke. Die Havel, die schlängelt sich so wunderschön durch die Natur. Und wir waren auch gewesen Anklam, also die Peene, der Amazonas des Nordens, von Neukalen aus bis Anklam und zurück. Ganz fantastisch, schöne Sonnenuntergänge, nette Leute. Hilfsbereite Leute, also hier ist nicht wie so im Straßenverkehr, wo man dann nur mit Ellbogen arbeitet, sondern hier hilft jeder jeden. Also das macht schon Spaß. Und ihr habt damals schon irgendwie einen Bootsführerschein gehabt oder ging es mit dem Charterschein los? Wir haben einen Bootsführerschein schon gehabt aus DDR-Zeiten. GST? Ich hab's gewusst. Alle beide. Und das war ja nur Theorie, das Ganze, und keine Praxis. Und als wir dann hier diese Wahl hatten, mal selber zu fahren, 2008, da bot sich das hier an mit dem, Skipper-Training. Ja. Und da haben wir gesagt, gut, das machen wir mit. Okay. Auf der gleichen Type, wo wir gefahren sind nach 4 Wochen. Jedenfalls war das herrlich. Und vor allem, wir sind gefahren mit ungünstigem Wetter. Es hat geregnet und so weiter. Es war etwas diesig in Nähe beim Skipper-Training. Ja. Ja, und danach hatten wir wunderbares Wetter. Das heißt also, unter Extrembedingungen nochmal trainiert, wie das alles so funktioniert. Ja. Und danach ging es dann. Da hatten wir so ein Kaiserwetter wie jetzt die Woche. Ja, das haben wir ja auch immer. Ne? Also ich sag mal so, man macht ja seinen Bootsführerschein normalerweise auf einem kleinen Boot oder zu DDR-Zeiten, wie gesagt, war es ja wirklich zum Teil manchmal nur Theorie. Aber dann auf ein größeres Boot ist doch erstmal ein bisschen Herzklopfen. Ja, nee, also wir haben da den entsprechenden Respekt. Wir wollen auch das Boot so zurückgeben, wie wir es übernommen haben, möglichst ohne Schaden. Behandeln es auch, als wäre es unser Eigentum. Okay. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Ich habe gesagt, wir müssen Anlegen üben, wir müssen Schleusen üben. Da sind wir noch mit dem Auto bis nach Miro gefahren. Und da ist dort dann Schleusen geübt worden beim Skipper-Training. Also das war schon sehr interessant und hat Spaß gemacht. Das nenne ich mal eine akribische Vorbereitung. Also vorbildlich. Ja, dann würde ich mal sagen, schönen Urlaub. Wie lange geht's noch? Nee, morgen früh fahren wir nach Hause. Und dann planen wir unsere nächste Bootstour für nächstes Jahr. Okay, super. Ne? Also dann, ne? Macht's gut. Grüßt mir meine Heimat. Gerne. Ne? Also dann, tschüss. Ja, ich sag mal so, gute Vorbereitung, oder? Und dann immer wieder kommen. Ja, das aktuelle Boot. Leila.